Okay, also ich heiße Nana Repan, ich bin die Regisseurin des Films Welcome Goodbye und ich habe bei diesem Film nicht nur Regie geführt, sondern auch Kamera gemacht und die Produktion. In dem Film geht es um Tourismus in Berlin. Mir war es wichtig, dass ich eben nicht einen Film mache, der pro oder contra ist, sondern dass ich verschiedene Seiten zu Wort kommen lasse. Und die Idee des Films ist es auch quasi eine Diskussion zu dem Thema zu erreichen. Weil was mich geärgert hat, ist, dass in den Medien immer nur über Tourismus berichtet wurde. Oh toll, wieder eine Million mehr und noch eine Million mehr. Aber es wurde nie irgendwie darüber nachgedacht, was bedeutet es für die Menschen, die in dieser Stadt leben. Und ist es vielleicht auch mit Nachteilen verbunden, wenn jetzt 20 Millionen auf einmal hierher kommen? Was bedeutet das für diese Menschen? Und ich habe mich einfach versucht, eben mit verschiedenen Seiten zu beschäftigen. Ich habe auch viele Touristen in dem Film und auch ganz unterschiedliche Arten von Touristen. Also so die typischen Touristen, die für wenige Tage kommen und dann Sightseeing-Tour machen. Das sind zwei Taiwanesinnen, die extrem gut gelaunt den ganzen Tag unterwegs sind. Und ein Kurzfilmregisseur aus Mexiko, der zum allerersten Mal hier ist und der dann in 2 Tagen versucht, einen ganzen Kurzfilm zu drehen. Und einen Schriftsteller, der Berlin so inspirierend fand, dass er hierher gekommen ist, ganz oft schon und dann für immer Wochen oder auch Monate bleibt und seinen Roman hier geschrieben hat. Und noch ein paar andere. Hängt Tourismus mit Gentrifizierung zusammen? Also man hat früher, war es eigentlich immer so, dass die Touristen dann ziemlich spät kommen. Also man hat jetzt zum Beispiel ein Stadtviertel, das ist, also an Neukölln kann man das ja ganz gut sehen. So in Neukölln war zeitlang eben für viele gar nicht interessant. Und dann kam Zwischennutzung von leerstehenden Gebäuden. Dann gingen Künstler dorthin, weil es billig war und man große Räume haben konnte. Und dann wurde es schon interessanter, weil die haben dann Ausstellungen gemacht, dann kamen die ersten kleinen Cafés und Bars und dann wird so ein Viertel interessanter und es erhält eine Aufwertung. Und man hat früher immer gedacht, der Tourist kommt dann, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, wenn es quasi schick geworden ist, teurer geworden ist, die Mieten gestiegen sind. Aber mittlerweile und auch gerade in Berlin ist es so, dass der Tourist viel früher schon dazu kommt, weil es hier besonders so ist, dass der ja auch dieses authentische Berliner Leben sucht, wo die Brachflächen, die Freiflächen, all das dazugehört. Und insofern ist er ja wie so ein Detektiv die ganze Zeit dabei und kommt viel früher. Es ist natürlich auch so, dass einige Orte zugebaut werden, dass es viele Menschen verdrängt werden, weil die Mieten steigen, sie sich das dann nicht mehr leisten können. Gerade passiert sehr vieles, was auch nicht schön ist, und die Stadt wurde von internationalen Investoren entdeckt. Und das ist so, da müssen wir jetzt irgendwie mit leben. Ich hoffe eben, dass mein Film dazu beitragen kann, dass eben das Thema diskutiert wird. Also was ich eben auch gar nicht gut fand, war, ich habe gemerkt, es gibt eben viel mehr Touristen und Leute aus aller Welt. Und dann gibt es aber auch an den Häuserwänden so Slogans wie No more Rollkoffer oder es gibt sogar so fiese Sachen wie Touristenfisten. Und ich habe mich halt gefragt, was soll das? Warum in einer Stadt, die so tolerant und offen ist? Und es war für mich auch ein Anlass, quasi diesen Film zu machen, weil ich wissen wollte, was ist das Problem? Oder es gibt auch Leute, die schreiben, Refugees welcome, tourists piss off, was ich total bescheuert finde, ja. Und so diese ganzen Dinge, denen spüre ich auch hinterher. Was ich für den Film gemacht habe bei den Dreharbeiten, ich habe ganz viele Dinge gemacht, die ich vorher nie gemacht habe, obwohl ich schon so lange in der Stadt wohne. Ich habe zum Beispiel diese ganzen Bootstouren mitgemacht, ich habe die Fahrten mitgemacht mit den Touristenbussen. So was habe ich früher nie gemacht. Wenn mich meine Mutter besuchen kam, dann habe ich die immer hingebracht zum Boot und habe sie dann wieder abgeholt. Und jetzt habe ich das alles gemacht. Und das war interessant, aber was noch viel schöner war, war zum Beispiel, wenn ich mit den Protagonisten gedreht habe, zum Beispiel mit den Taiwanesinnen, und ich habe mit denen quasi
Berlin erkundet, dann habe ich das quasi durch ihre Augen gesehen und fand den Enthusiasmus, den sie haben, weil sie das alles so aufregend und so finden, fand ich total schön. Und ich habe quasi auch gelernt, mich wieder neu in die Stadt zu verlieben dadurch. Also für mich ist das Spezielle, dass Berlin eben nicht Deutschland ist, sondern Berlin wie eine Insel ist. Und das war es auch schon, als ich hierher kam vor einigen Jahren. Mittlerweile ist die Insel noch viel internationaler geworden, was ich sehr spannend finde. Finde ich eine totale Bereicherung, weil einfach total viele interessante Leute aus allen Ländern hierher gekommen sind. Aber für mich ist eben das Besondere, dass es nicht Deutschland ist, sondern viel so toleranter und interessanter als der Rest ist. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber für mich ist es halt so. Das ist jetzt aber sehr überraschend. Eine soziale Innovation. Also, jetzt auf meinen Film bezogen, in dem geht es ja um Touristen in Berlin, fände ich zum Beispiel sehr gut, wenn die ganzen Touristen eine City-Tax zahlen müssten und wenn dieses Geld dann dafür verwendet wird für kulturelle Projekte und zum Beispiel für Parks, also für Sachen, wo alle was davon haben, alle Leute, die hier wohnen und auch alle, die zu Besuch kommen. Also das fände ich sehr schön und genau. Ich glaube, dann wäre das auch ein bisschen einfacher mit den Touristen, weil von den Touristen, die kommen, verdienen halt einige sehr viel. Und die meisten haben dann auch teilweise Nachteile, ne? Weil es sehr laut wird und lauter so Sachen. Und dann haben sie auch Vorteile, wenn das zum Beispiel investiert wird in Parks für alle. In Berlin, soziale Innovation. Ja klar, wenn alle das mithelfen und jeder irgendwie etwas dazu beiträgt, auf jeden Fall. Gibt es schon viele gute Ansätze, auf jeden Fall. Dass ihr das alles auf die Beine gestellt habt und das ist ein schöner Ort und das ist jetzt das erste Mal, dass mein Film in einem Tipi-Zelt läuft. Finde ich super.